Was? Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Die Berichte lassen meine Männer jetzt jeden durch, der in das Schloss hineinspazieren will? Tag schließen sich ihm mehr gibt an. Es einen bestimmten Rüstung, Grund, warum ihr hier seid, und Bürger? Winterfeste stehen hinter ihm. Ach ja? Oh, natürlich. Ich kenne euch aus Helgen. Einer der Gefangenen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das stimmt wohl. In Ordnung. Warum redet ihr nicht mal kurz mit Lega Drecke? Ich denke, wir können jemanden von eurer Sorte gebrauchen. Es gibt nicht viele, die Helgen überlebt haben. Außerdem gehe ich davon aus, dass eure Gefangennahme bloß ein schreckliches Missverständnis war. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Nennt es, wie ihr wollt, General. Der Mann wird versucht... Weißlauf einzunehmen. Ihr habt Helgen überlebt? General Tullius hat mir erzählt, was passiert ist. Nicht viele haben es da lebend rausgeschafft. Ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. Und das ist bei mir nicht häufig der Fall. Eine Kriegerin vertraut immer ihrem Bauchgefühl. Für euch habe ich eine kleine Prüfung anstelle der üblichen Vorgehensweise vorbereitet. Wenn ihr sie besteht, unterhalten wir uns über eure Zukunft bei der Armee. Eine Prüfung, die eure Fähigkeiten unter Stress testet. Ich schicke euch nach Festung Rarkstar, damit ihr sie säubert. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, habe ich keine weitere Verwendung für eure Leiche. Viele der Festungen in den Weiten von Himmelsrand wurden von den Alten erbaut. Leider sind die meisten mittlerweile zerfallen. Und fast alle wurden von Banditen und anderen Vagabunden übernommen. Festung Rarkstad ist eine der wenigen, die noch so gut wie unbeschädigt ist. Wir werden hier eine Garnison errichten, aber zuerst werdet ihr die Banditen beseitigen, die sich hier breit gemacht haben. Gut, das wollte ich hören. Und jetzt an die Arbeit, Soldat. Jarl Balgruuf. Balgruuf. Verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfrics Anspruch anzuerkennen. Wenn er den Schutz des Kaiserreichs nicht will, in Ordnung. Soll Ulf seine Stadt plündern? General? Ihr und eure verdammten Jarl. Ja? Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart in Helgen bei uns. Wollt ihr an unserer Seite kämpfen? Sprecht mit Galmar. Er kümmert sich um die neuen Rekruten.
Wie schade. Wenn ihr eure Meinung ändert, sprecht mit Galma. Was führt euch zu mir? Verdammt sei Tullius. Er hat Männer in Rift eingeschleust. Es ist gefährlich, Kaiserliche in der Nähe der Südgrenze von Ostmarsch herumlungern zu lassen. Und was soll ich eurer... Sprecht mit Galma. Er wird eure Tauglichkeit prüfen und entscheiden, wo wir Wenn euch am besten einsetzen Wenn er nicht für uns ist, können. Ist er gegen uns. Passt auf... Das weiß er. Sie alle wissen es. Helgen, ja? Ulfric hat uns da eine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will eine Katze für Himmelsrang kämpfen? Mag sein, aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Ihr versteht mich falsch. Ich lehne euch nicht ab. Ich will nur eure Beweggründe verstehen. Wir suchen keine Söldner. Die Sturmmäntel brauchen überzeugte Männer und Frauen, die für unsere Sache kämpfen und bereit sind, dafür zu sterben. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Die Art von Prüfung, an der sich wahre Männer messen. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Tötet dort draußen einen Eisgeist und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Nur diejenigen, an denen ich Zweifel habe. Ihr beweist dadurch eure Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, eure Entschlossenheit. Das werden wir ja noch sehen. Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen. Wäre eine mächtigere Botschaft, meint ihr nicht?